Nun ist Bernhard Temesl von der FPÖ am Wort. Danke, Herr Präsident. Herr Vizekanzler, Hohes Haus, werte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst, Herr Vizekanzler, hätte ich eine Anregung. Wenn wir nächstes Jahr diesen Bericht zur Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung diskutieren, dann würde ich vorschlagen, dass Sie den Unterrichtsausschuss dazunehmen. Wir haben nämlich das Problem, dass viele Probleme, die hier aufgelistet sind und die auch angesprochen wurden, natürlich in der Schule beginnen. Wir stehen vor der Situation, dass immer mehr Schulabgängerinnen und Schulabgänger nicht in der Lage sind, sinnerfassend zu lesen, zu schreiben, geschweige denn die Grundrechnungsarten beherrschen. Und wie soll dann jemand dieses Erfolgsmodell der dualen Lehre überhaupt beginnen können, wenn er diese Voraussetzungen nicht mitbringt? Und aus dem Grund wäre mein Vorschlag, das in Zukunft in beiden Ausschüssen zu diskutieren, gleichzeitig, dann ist auch hier vielleicht ein Ansatz, was sich was ändern wird. Und ein paar Sachen sind schon interessant. Sowohl der Herr Kollege Haubner als auch der Herr Kollege Matznetter stellen sich hier heraus und sagen, welches Erfolgsmodell die duale Lehrausbildung darstellt, Exportschlager und ist Ihnen vollkommen recht zu geben. Der Herr Kollege Kasecker hat das ja angezogen, diese Diskussion. Was mich aber verwundert, ist die Tatsache, warum Sie dann diese duale Lehrausbildung so stiefmütterlich behandeln. Wenn ich daran denke, was sich seit dem Jahr 2008 alles ins Negative geändert hat, dann komme ich dann im Anschluss darauf noch auf ein paar Zahlen zu sprechen und Sie werden dann verstehen, warum und weshalb. Sie gehen auch in der momentanen zur Diskussion stehenden oder in Umsetzung befindlichen Ausbildungsgarantie bis 18, fördern Sie ja weiterhin diese staatliche Ausbildung mit den ÜLAS und ÜAZ und wie das alles heißt, und wissen ganz genau, dass dort die Erfolgsquote äußerst bescheiden ist, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt. Das wissen Sie. Über 40% Abbrecher, die Dropout-Quote riesig, die Kosten, die diese ÜLAS verursachen, sind exorbitant. Das hat sogar die Gewerkschaft schon vor 3-4 Jahren erkannt, das hat die Wirtschaftskammer erkannt, das hat die Industriellenvereinigung erkannt. Und trotzdem halten Sie bickelhart an diesem System fest. Es ist zum Beispiel in Ihrem Entwurf für die Ausbildung bis 18 mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass man auch nur irgendwo Anreizsysteme schafft, damit Wirtschaftsbetriebe wieder zusätzlich Lehrlinge aufnehmen oder das erste Mal überhaupt sich einen Lehrling leisten, der dann in späterer Folge dann natürlich auch als Facharbeiter den Betrieben wertvolle Dienste leisten kann. Und jetzt komme ich zurück auf ein paar Zahlen. Seit dem Jahr 2008 bis 2015 sind die Zahl der betrieblichen Lehrstellen um 21,5% zurückgegangen. Und wissen Sie, Herr Kollege Haubner, dann zu sagen, das hängt auch mit der demografischen Entwicklung zusammen, da haben Sie nicht Unrecht. Nur es ist damit nicht erklärbar, weil die demografische Entwicklung wesentlich weniger ausmachen würde als der Verlust der betrieblichen Lehrstelle in den letzten 7 Jahren. Die Zahl der Lehrstellen allein im letzten Jahr vom 31. Mai 2015 bis 31. Mai 2016 ist um 5% gesunken. Also auch das ist mit einer demografischen Entwicklung absolut nicht erklärbar. Und Sie wissen ganz genau, dass nur die Wiedereinführung, das weiß ich schon, dass Sie wieder mit den Augen rollen, wenn ich das Wort Blumenbonus erwähne, wobei ich sowieso nicht verstehe, warum Sie den Herrn Blum nicht mögen. Der Herr Blum kommt ja aus Ihrer Partei, war ein Erfolgsmodell im Jahr 2004 bis 2008. Und das ist alles passiert, seit Sie den erfolgreichen Blum-Bonus im Jahr 2008 einfach abgedreht haben. Sie haben ihn ersetzt mit diesen unzähligen ÜLAS, die in Teilbereichen schon wichtig sind, weil es immer wieder solche geben wird, die wir im sozialen Netz auffangen müssen. Nur hat man das dermaßen aufgebauscht, dass es in der Zwischenzeit kaum mehr finanzierbar ist. Sie legen ja nicht einmal mehr die Kosten offiziell offen. Das kostet ein Vermögen. Und Sie wissen ganz genau, dass diese ÜLAS in den letzten Jahren nur dazu gedient haben, die Jugendarbeitslosigkeit in der Statistik zu drücken. Sie wissen, dass wir in Österreich eine Jugendarbeitslosigkeit haben, die vielleicht im Vergleich mit anderen europäischen Ländern geringer ist, aber trotzdem exorbitant hoch. Das Interessante bei diesen Vergleichen ist auch, dass Sie die Jugendarbeitslosigkeit, generell die Arbeitslosigkeit,
mit unseren Nachbarländern Schweiz und Liechtenstein überhaupt nicht vergleichen, weil dort sind sie nicht einmal halb so hoch. Und dort reden wir von effektiven Zahlen und da wird nichts versteckt in Statistiken, wo es nicht aufscheint. Ja, die Schweiz hat ungefähr gleich viele Einwohner wie Österreich, wenn du das ansprichst, Herr Kollege Matznetter, so viel zur Geografiekenntnisse. Wissen Sie, und dann sage ich Ihnen noch ein paar Zahlen. Und zwar aktuelle Zahlen aus dem jetzigen Jahr beziehungsweise aus dem letzten Jahr. Die Landesregierung in Vorarlberg hat bereits vor 2-3 Jahren begonnen, auf die Inputs des Herrn Blum, den Sie nicht mögen, des Herrn Egon Blum zurückzugreifen. Und siehe da, wenn Sie sich die Lehrstellenzahlen in den Bundesländervergleich in Österreich anschauen, dann werden Sie eines feststellen. Im letzten Jahr waren in Vorarlberg 4.134 Schulabgänger und davon haben 2021 eine betriebliche Lehre begonnen. Das sind 49% aller Schulabgänger haben eine betriebliche Lehre angefangen. Das ist mit Abstand der höchste Wert in ganz Österreich. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Wien hernehmen, wo ja die ÜLAs in exorbitanter Anzahl vorhanden sind und auch eine Menge Geld kosten, da haben von 15.489 Schulabgängern sage und schreibe 3.800 eine betriebliche Lehre begonnen. Das sind 24,2%. Und Herr Bundesminister, wenn Sie immer sagen, wir kritisieren nur, wir machen nie Vorschläge, dann möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss ein paar Sachen sagen, was Sie unbedingt angehen sollten. Sie sollten ein finanzielles Anreizsystem schaffen, um Betriebe wieder verstärkt zu animieren, Lehrlinge auszubilden. Das kostet nicht einmal ein Drittel, das Ihnen die ÜLAS kostet und ist sehr erfolgsgarantiert. Maßnahmen mit dem Unterrichtsressort zu arbeiten, die das Beherrschen der Grundkompetenzen mit Ende der Schulpflicht auch tatsächlich ermögen und so die Chancen der Jugendlichen am Lehrstellenmarkt erhöhen. Und die überbetriebliche, sehr kostenintensive Lehrlingsausbildung zurückzufahren. Vielen Dank. Bernhard Temessel von der FPÖ sieht Probleme in der Qualität der Schulbildung. Wer nicht richtig lesen und schreiben könne, sei auch für die duale Ausbildung nicht qualifiziert. Außerdem gebe es zu wenig Anreize für die Lehrbetriebe, weswegen die Zahl der Lehrstellen gesunken sei.